Spitze ist aber auch für den direkten Feuerkampf geeignet. Das heißt, die Kanone wird direkt auf einen sichtbaren Kampfpanzer gerichtet. Ich habe hier das Periskop rundum, Tag-Nacht, Laser 80. Ich kann damit 360 Grad um den Panzer schwenken, also es befindet sich oben drauf. Tag-Nacht bedeutet, ich kann damit tagsüber sehen und nachts natürlich durch einen Restlichtverstärker. Und das L-Laser, ich kann damit auch die Entfernung zu einem bestimmten Ziel oder Gegenstand bestimmen, indem ich einfach nur aufs Knöpfchen drücke. Das wird gelasert. Dieser Laser ist unsichtbar und zeigt mir dann auf dem Display an, wie weit die Entfernung zum Ziel ist. Ob im indirekten, also beim Feuer auf eine bestimmte Koordinate, oder direkten Einsatz, die Haubitze ist eine schlagkräftige Waffe. Normalerweise schießen wir im direkten Richten, das heißt, wir sind zum Ziel schon etwa ein paar Kilometer weit entfernt. Jedoch kann es passieren, dass irgendwelche Personen, Gegner vor uns auftauchen. Damit kann ich dann beobachten, anvisieren. Ich habe hier eine achtfache Vergrößerung, die kann ich einstellen und genau erkennen, was sich im Vorfeld rumtreibt. Selbst im sehr unwahrscheinlichen Fall, dass die Geschütze nicht kilometerweit hinter der Front stehen und nach vorne feuern, ist die Panzerhaubitzenmannschaft nicht schutzlos. Zur Ausrüstung der Haubitze gehört ein Maschinengewehr für den Nahbereich. Zudem kann die Geschützbesatzung ihre Hauptwaffe, das Rohr, auch effektiv gegen gepanzerte Fahrzeuge, ja selbst Kampfpanzer, einsetzen. Das Rohr wird dabei direkt auf gegnerische Panzer ausgerichtet. Die 155 mm Sprenggeschosse können dann gegen die Panzer abgefeuert werden. Die größte Ladung erreicht dabei eine Mündungsgeschwindigkeit von rund 1000 Meter pro Sekunde. In einer klassischen Duellsituation hat die Besatzung einer Panzerhaubitze dennoch kaum eine Chance. Denn im Gegensatz zu modernen Kampfpanzern kann die Panzerhaubitze nur stationär und nicht aus der Bewegung heraus feuern. Damit ist sie für eine wachsame Kampfpanzercrew ein relativ leichtes Ziel. Zudem bietet ihre Panzerung keinen ausreichenden Schutz gegen die durchschlagskräftigen Hohlladungsgeschosse der Kampfpanzer. Die Artillerie ist allerdings auch nicht für den direkten Kampf konzipiert und ausgerüstet. Ihre Aufgabe ist es vor allem, andere Truppenteile zu unterstützen. Die Artillerie leistet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ununterbrochen indirekte Feuerunterstützung und das bei allen Wetterbedingungen. Finnland im Winter. Strenger Frost und meterhoher Schnee. Auch unter diesen arktischen Bedingungen wurde die Panzerhaubitze 2000 erprobt. Dennoch entschieden sich die skandinavischen Staaten Schweden, Norwegen und Finnland gegen die Beschaffung des schweren Artilleriesystems. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sehen viele Staaten keine Notwendigkeit mehr, ihre Streitkräfte mit einem schweren, hochkomplexen und weitreichenden Artilleriesystem auszurüsten. Das Bedrohungsszenario fehlt. Auch wenn die Panzerhaubitze 2000 in Skandinavien keine Abnehmer fand, so entschieden sich doch Italien, Griechenland, der Golfstaat Katar und die Niederlande für das System. Die Niederlande setzte die PZH 2000 dabei 2006 und 2007 bei großen Offensiven gegen die Taliban in Afghanistan ein. Die Bundeswehr modernisiert ihre Panzerhaubitzen ständig, verringert jedoch auch ihre Anzahl weiter. Von ursprünglich 185 Fahrzeugen sollen künftig nur noch 81 im aktiven Dienst bleiben. Und auch bei der Manpower wird drastisch reduziert. Wir haben lediglich nur noch eine Größenordnung von gut 3.500 Soldaten in der Artillerie von ehemals 49.000. Auch die Artilleriebataillone haben sich dementsprechend verringert. Von ehemals 80, mehr als 80 Bataillonen haben wir nunmehr nur noch 6 Bataillone. Und in der neuen Struktur werden es sogar nur noch 4 Artilleriebataillone sein. Der große Schlagabtausch zweier Armeen ist bei den Militärstrategen weit in den Hintergrund gerückt.
Aktuell und künftig geht es um lokale Konfliktschauplätze, auf denen kleine, hochmobile Trupps bekämpft werden müssen, um die eigenen oder verbündeten Soldaten zu unterstützen und zu schützen. Deshalb soll die deutsche Artillerie für alle Klimazonen fit gemacht werden, damit sie bei den unterschiedlichsten Kriseneinsätzen unter UN-Mandat weltweit zum Einsatz kommen kann. Im Grunde genommen sieht der Artillerieeinsatz immer gleich aus. Wir haben lediglich Unterschiede, wenn wir uns ein Szenario anschauen wie in Afghanistan. Hier gibt es bestimmte Auflagen, hier gibt es Rules of Engagement. Die müssen natürlich beachtet werden. Nordafghanistan, das Bundeswehrfeldlager Kunduz. Hier hat die Bundeswehr 3 Panzerhaubitzen 2000 stationiert. Die Geschütze stehen am Rande des Camps und sind für den stationären Einsatz vom Lager aus gedacht. Eine Besatzung ist ständig in Bereitschaft. Feuerstellung Kunduz, Hauptübergang. Ja. Alles klar, machen wir Bescheid. Tschüss. Panzer hochfahren, anmelden, wir müssen die Bereitschaftsstufe hochfahren. Auf geht's. Ja. Im Gegensatz zum mobilen Einsatz, bei dem in der Regel 5 Artilleristen auf der Panzerhaubitze eingesetzt werden, besteht die minimale Kampfbesatzung hier aus nur 3 Soldaten, dem Geschützführer, einem Ladekanonier und dem Richtkanonier. Der Fahrer und der zweite Munitionskanonier sind im stationären Einsatz nicht zwingend nötig. Die Geschosse kommen direkt von der Munitionsgruppe. Wenn wir viele Geschosse haben, die wir beladen müssen, dann kommen die direkt von draußen, kommen die hier reingefahren. Wir nehmen die Munition in Empfang, zündern die Munition auf und dann wird die Kampfbeladung beladen. Der Ladekanonier ist für die Treibladung verantwortlich, die in Afghanistan aufgrund der Hitze im Kühlcontainer gelagert werden. 21 Grad, darauf wird hier runtergekühlt. Das ist so die Optimumtemperatur für die Treibladung. Im Feuerkampf nehmen wir natürlich die Treibladung kurz vorher heraus, dass sie nicht zu viel Temperatur wieder annimmt, dass wir so ungefähr 21 bis 23 Grad behalten. Also das Feedback kommt von den Joint Fire Support Teams, die mit der Kampftruppe draußen sind, das Artilleriefeuer anfordern. Beziehungsweise, wenn halt kein Joint Fire Support Team dabei ist, muss das die Kampftruppe selbst können. Und da kommt dann im Endeffekt auch das Feedback, wie das Feuer lag. Und wenn das Feuer halt nicht da liegt, wo es hin soll, dann wird es korrigiert, bis man eben das Ziel trifft. Die extreme Präzision lässt dabei einen Einsatz im Nahbereich der eigenen Truppen zu. Wenn die Kampftruppe im gepanzerten Fahrzeugen sitzt, können wir bis an 200 Meter an die eigene Kampftruppe heranschießen. Da schießen wir uns aber von 600 Meter ans Ziel ran bis auf 200 Meter an die eigene Kampftruppe. Diesen Schutz gab es für die deutschen Truppen in Nordafghanistan aber erst ab 2010. Nachdem es zuvor im Norden Afghanistans zu tödlichen Angriffen der Taliban auf Bundeswehrpatrouillen gekommen war, wurden die ersten Panzerhaubitzen im Mai 2010 in Kunduz stationiert. Ich brauche 3-mal Leucht zusätzlich, 3-mal Treibladung in 8-1 zusätzlich. Ich bereite das Laden vor, ihr holt die Munition. Auf geht's. Die extremen klimatischen Bedingungen am Hindukusch, für die Panzerhaubitze 2000 ursprünglich nicht entwickelt wurde, stellen das System auf eine harte Probe. Vor allem in den Sommermonaten, in denen das Thermometer regelmäßig auf über 50 Grad steigt. Feuer! Der Mensch ist weniger das Problem. Der Mensch kann schwitzen, der Panzer kann das nicht. Die elektronischen Teile sind natürlich extrem Belastungen ausgesetzt. Temperaturen, wenn wir hier Außentemperaturen haben von 40, 45 Grad, dann wird es im Kampfraum natürlich schon relativ heiß. Dafür haben wir Kampfraumkühlanlagen bzw. eine Treibladungskühlanlage, die so ein bisschen für Kühlung sorgt, aber mehr
für die technischen Geräte da sind, als wie für den Menschen selbst. Gleich zu Beginn des Afghanistan-Einsatzes wurden mit der Haubitze bei einem Übungsschießen 20 Spreng-, Nebel- und Leuchtgranaten verschossen. Dabei ging es darum, unter den klimatischen Bedingungen exakte Schusswerte zu ermitteln und gegenüber den Taliban militärische Macht mit der Show of Force zu demonstrieren. Feuer! Wir haben hier einen 24 Stunden, sieben Tage die Woche Schichtbetrieb. Das ist hier ein stationärer Einsatz. Die Männer sind jeweils immer eine Kampfbesatzung ist in Bereitschaft und eine Besatzung ist hier im Dienst. Und wenn alarmiert wird, wird das ganze System hier hochgefahren. Die Panzer werden besetzt und dann sind wir bereit für einen Feuerkampf. Feuer! Der wurde im Juli 2010 erstmals mit scharfer Munition geführt. Dabei wurden deutsche Truppen unterstützt, die ein Fahrzeug bergen mussten, das zuvor bei einem Sprengstoffanschlag der Taliban beschädigt worden war. Also mit der Panzerhaubitze 2000 stellen wir hier Force Protection zur Verfügung. Das heißt, wir unterstützen eigene Truppe, aber auch alle anderen Truppen, die hier im ISAF-Mandat sind, wie die Amerikaner, die belgischen UMLTs zum Beispiel, mit Steilfeuer. Das heißt, Feuer auf größere Entfernung. Wir können hier mit Nebelmunition wirken, zum Beispiel, wenn sich eigene Kräfte ihre Bewegung verschleiern wollen oder sich von einem Feind lösen müssen. Wir können nachts mit Leuchtmunition unterstützen, aber auch mit Sprenggeschossen gegen Feind wirken. Der jederzeit mögliche Einsatz von Sprenggeschossen, die im Umkreis von 150 Metern tödliche Wirkung haben, stellt die Besatzungen vor eine besondere Herausforderung. In einem Friedens- und Stabilisierungseinsatz wie in Afghanistan sollen zivile Opfer unbedingt vermieden werden. Besonders wichtig ist, und das macht auch den Großteil der Arbeit hier aus, dass wir versuchen, Schäden an ziviler Infrastruktur, aber natürlich vor allem an den Zivilisten hier, die nicht in den Kampfhandlungen beteiligt sind, zu vermeiden. Zurück in Idar-Oberstein. In der Lehrsammlung der Artillerieschule stehen Exponate aus mehr als 200 Jahren Artilleriegeschichte. Also dieses Geschütz ist das älteste Exponat unserer Lehrsammlung. Stammt aus dem Ende 18. Jahrhundert. Ein französisches System, das Ambusette genannt wird. Und ist ein Bodenfund, den man klassisch nachvollziehen kann, wie ein Vorderlader aus dieser Zeit ausgesehen hat. Im Ersten Weltkrieg verwüstete Artilleriefeuer ganze Landstriche. Millionen Soldaten starben. Dieses Geschütz weist alle Merkmale eines Feldgeschützes aus der Zeit des Ersten Weltkrieges auf. Es ist eine Feldhaubitze der Deutschen aus dieser Zeit. Wir haben die Holzberederung. Wir finden vor eine Bodenplatte, die das Absinken des Geschützes verhindert und ein schnelles Richten in der Seite ermöglicht. Das Geschütz ist durch ein Schutzschild gegen Feindbeschuss geschützt. Und die beiden Holme der Lafette sind zu einer sogenannten Kastenlafette verbunden. Todbringende Präzision auf den Schlachtfeldern. Im Laufe der Zeit wurden die Artilleriesysteme immer komplexer und effektiver. Panzerhaubitze Hummel ist eine deutsche Entwicklung aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die fortschreitende Motorisierung der Kampftruppe zwang die Artillerie, neben der gezogenen Artillerie, auch Artillerie auf Selbstfahrlafetten einzuführen. Zu diesem Zweck hat man ein Kampfpanzer-Fahrgestell genutzt, eine Kasematten-Panzerung aufgesetzt und ein Artilleriegeschütz eingerüstet. Doch nicht selten gab es bei der Entwicklung neuer Systeme Fehlschläge. Dieses Gerät stellt aus heutiger Sicht ein Kuriosum dar. Eingeführt 1960 in die Bundeswehr, wollte man durch den Huckepack-Transport des Geschützes eine höhere Mobilität erreichen. De facto gab es jedoch beim Beziehen und Verlassen der Feuerstellung, vor allem in schwierigen Gelände, erheblichen Zeitverzug. Und letztendlich hat sich dieses System nicht bewährt. In der Anfangsphase im Mittelalter
hatte die Artillerie die Aufgabe, mit den lauten Explosionsgeräuschen unter den Soldaten und den Pferden der gegnerischen Kavallerie Unruhe zu stiften. Damit sollte die Schlachtordnung durcheinandergebracht und der Gegner geschwächt werden. Später ging es mehr und mehr darum, die Zerstörungskraft zu steigern, die gegnerischen Stellungen zu vernichten und möglichst viele Soldaten zu töten. So könnte ein neues Waffensystem in der Artillerie aussehen. Zumindest im Bereich der Rohrartillerie. Dona, benannt nach dem westgermanischen Wort für den Donnergott Thor, soll den Einsatz der Artillerie noch effizienter und vielseitiger machen. Dona ist eine Art Zwitter. Hier verschmelzen zwei bewährte Systeme. Das System Dona verfügt zum einen über die artilleristischen bewährten Merkmale der Panzerhaubitze 2000 und hat darüber hinaus aber noch durchaus Vorteile, die erwähnenswert sind. Zum einen ist das System deutlich an Gewicht reduziert worden. Es hat einen reduzierten Personalbedarf. Es hat eine vollautomatische Ladeeinrichtung und hat die Möglichkeit, dass sie ferngesteuert werden kann. Damit wäre Dona aus heutiger Sicht durchaus ein erfolgversprechendes Folgesystem. Dona basiert auf dem Fahrgestell eines Schützenpanzers und ist mit einer 155 mm Artilleriekanone ausgestattet. Die Besatzung besteht lediglich aus zwei Soldaten, dem Fahrer und dem Geschützführer. Beide bedienen das System von der gepanzerten Kabine aus, die Schutz vor Handfeuerwaffen und Granatsplittern von Artillerie und Mörsermunition bietet. Die Kabine ist dabei getrennt vom vollautomatischen Geschützmodul, das auf der Panzerhaubitze 2000 basiert. Im Gegensatz zur PZH 2000 kann Dona allerdings nur 30 anstatt 60 Granaten mitführen. Dazu kommen 145 Treibladungsmodule. Das neueste Rohrartilleriesystem ist 10 Meter lang, rund 3 Meter breit und hoch. Höchstgeschwindigkeit rund 60 Stundenkilometer bei einer Einsatzreichweite von 500 Kilometern. Mit etwas mehr als 31 Tonnen Gesamtgewicht ist es für den Lufttransport optimiert worden.